Freche Grüße und Füße vom kleinen Dennis und vom großen Dennis und vom kleinen Papa und vom großen Papa. Und vom kleinen Dennis und vom großen Dennis und vom kleinen Papa und vom großen Papa. Das ist total verwirrend, deshalb mache ich die Begrüßung einfach nicht weiter. Wir wurden hier gerade von unseren Kindern hochgehoben, die wir in der letzten Folge aus dem Ei bekommen haben. Ganz genau. Das ist ganz lustig. Wie aus dem Ei gepellt. So, und wir lassen sie mal angekettet weiter. Damit ihnen nichts passiert. Den wird schon nichts passieren, weil wir haben hier Elektrozaun schon vor. Wenn die da vorlaufen, tut das etwas weh. Und die haben auch keine Leben mehr, weil ich die getasert habe. Aber wir wollen heute wieder ein bisschen was Lustigeres machen. Ja, ich wollte erstmal ein bisschen was zur Verschönerung des Dorfes machen. Mit den unsichtbaren Stiften arbeiten. Apollo. Die unsichtbaren Stifte. Ich möchte einen pinken unsichtbaren... Ne, geht nicht. Ah doch, hier. Wie mache ich denn den pinken? Mit Pink Dye. Hab ich Pink Dye? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab Magenta. Keine Pink Dye. Okay, dann... mache ich mir einfach. Mal schauen. Ich sorge ein bisschen dafür, dass die Dorfstraße ein bisschen schöner wird. Ein Cyan-Ding mache ich. Dann brauche ich ein Papier. Das habe ich nicht mehr. Schleimball, Dings und ein Eye of Ender. Eye of Ender kriegen wir ganz easy. Da muss ich nachher nochmal nachstreichen, Freunde. Da sieht man noch was die Ecke durch das. So, Eye of Ender, ich sollte mich vielleicht mal wieder anziehen, bevor mich hier noch irgendeiner angreift. So, Eye of Ender haben wir, dann brauchen wir noch ein Papier. Schwarze Farbe, brauchen wir nicht, wir brauchen die Farbe, die wir wollen. Also hole ich mir einfach aus dem Mixer hier einmal Dings. Ein Papier brauchen wir. Und dann brauchen wir noch... ein Schleimball. Schleimball habe ich auch, aber kein Papier. Und ich habe ja letzte Folge erst 8 geerntet und wir nehmen hier direkt 2 hintereinander aus. Deshalb ist das auch noch nicht gewachsen. Ah, doch ist es. Aber nur 2, 3, aber das reicht ja. Hier. 4 Stück sind gewachsen. 3 nehme ich einfach mit, weil ich eh nicht mehr brauche. Apollo, ich mache mir jetzt einen unsichtbaren Stift. Ihr macht das. Und was hat das für einen Hintergrund? Ja, ist halt ein unsichtbarer Stift, ne? Zack, 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 zack. Da ist er auch schon. Magical Kranger. Ja, wenn Dennis hier solche Experimente macht, versuche ich mich ein bisschen in der Verschönerung des Dorfes. Jetzt brauche ich noch eine Brille. Brauche ich den Stift und ein Papier. Ist denn der Stift weg? Ich hoffe nicht. Wenn nicht, muss ich einen neuen machen. Ah ne, der ist nicht weg, siehst du. Apollo. Ich komme mit einer Brille. Weil das Coole ist, das ist halt das Besondere an diesen Stiften. Ich kann jetzt hier zum Beispiel... oh cool. Guck mal, ich kann jetzt hier zum Beispiel malen. Und da passiert gar nichts, Freunde. Ich kann auch nicht irgendwie durch. Ich kann durchlaufen und so. Aber wenn ich meine Hippie-Brille aufsetze, dann erscheinen die Blöcke und ich kann drauf laufen. Ach, cool. Da kann ich mich jetzt hier quer durchs Dorf beachten. Ach, der ist kaputt schon, der Stift. Wie low. Egal, war eine lustige Erfahrung. Wie kriege ich die wieder weg? Ach so, einfach abbauen. So kann man auch nice Geheimgänge bauen eigentlich. So. Ja, das stimmt. Also du kannst ja einfach auch so Fluchtwege. Einfach so eine schnell dann hier die Brille aufsetzen. Nicht schlecht. Ich will mehr Spielereien ausprobieren, die ich mir leisten kann. Oh, ich habe was richtig Cooles gefunden, Apollo. Was richtig Cooles. Ja, ich brauche noch mehr Steine. Apollo, ja. Unseren Weg. Noch Cobblestone brennen. Apollo. Was? Ich habe was richtig Schönes für unseren Weg. Wirst du gleich sehen. Ja, bin mal gespannt.
Was gibt es denn noch hier? Partikelboxes gibt es natürlich. Aber da habe ich jetzt eigentlich nicht vor, was zu machen. In die Richtung. Es gibt aber eine Rope-Ladder. Und, oh, ich habe mega die nice Idee, Apollo. Ja, dann. Ich mache hier so ein Blockbreaker, dafür brauche ich eine Diga-Spitzhacke. Redstone, so das ist ja easy. Zwei hier. Zwei Redstone. Drei Dias. Zwei davon. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. So habe ich gesagt, zwei Redstone. Ich brauche nur einen. Blockbreaker hier. So, und da habe keinen Eimer mehr, da mache ich mir noch einen. Dann gehe ich mal unten in Apollos Höhle. In Apollos Höhlensystem da. Aber erstmal zeige ich Apollo, was ich Cooles gebaut habe. Apollo, Silberte. Guck mal hier. Wir können Ja, was hast du denn cooles gebaut? hier einen richtigen Weg jetzt bauen. Ja, ich bin doch, mache ich doch gerade. Hier, ich meine zu unserem Bunker. Da soll ja Ach kein Weg so. hinführen, sondern einfach nur so ein steiniger Weg hier. Ach so. Guck mal. Hallo. Sieht voll cool aus. Ja, das sieht in der Tat gar nicht Brauche schlecht ich aus. hier so einen nicen Steinweg, der zu unserem Bunker führt. Da sind ja unsere Gefängniszellen drin. Brauche ich noch Eimer, nämlich einen Lava-Eimer. Ah, hier. Hier bin ich rausgekommen. Hier geht es nämlich runter in Apollos Minen. In die Apollo-Minen. Nicht Varios Goldmine, sondern Apollos Diamantmine. Hier geht's runter. Ah ja, hier. Hier gibt es doch bestimmt noch Lava. Sag ich ja. Einmal. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wieder. Das ist gar nicht so einfach in Apollos Minen-Dingern Ja, hier. doch, eigentlich ist es schon einfach. Wenn du weißt, wo du raus musst. Das weiß ich aber nicht. Ah doch, ich habe gefunden. Aber nur aus Zufall. Freunde, jetzt kann ich uns was Nices hier bauen. Brauche ich am besten einfach mal hier hin. Aber da brauche ich erstmal noch einen Hopper. Ein Hopper und eine Kiste für mich. Am besten nehme ich so einen hier. Nicht die. Bin doch wieder besser dran, so ein Hopper. Da. Ich nehme mal zwei Hopper mit. Zur Sicherheit habe ich vielleicht auch einen mehr drauf als geplant. Dann brauche ich hier vier Blöcke. Zwei, drei, vier. Zack. Hier kommt dann das Wasser. Da kommt die Lava. Und jetzt kommt der Burner, wie Apollo es nennen würde. Der richtig rum? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, der braucht auch Redstone. Ja, der braucht Redstone. Egal, dann kann ich das hier schon mal hinbauen. Und zwar hier.
auch nicht, warum ich es mir gerade eigentlich so kompliziert mache, aber egal. Dann kommt eine Kiste hin. Und dann brauche ich nur noch Redstone und dann kann es losgehen. Ich glaube dann. Och, die Villager sind aber auch so dumm, ne? Apollo? Hm. Ist doch kein Pool hier. Und die schwimmen hier zu viert im Brunnen. Im Dorfbrunnen. Apollo. Ja, manchmal. Dann mache ich hier mal einen Ausgang für die, damit die noch raus können. So, unser Dorf soll schöner werden und ich bin gerade fleißig dabei. Apollo ist fleißig dabei, sagt er. Dann glaube ich ihm das mal. Okay, ich mache hier schöne Laternen auf, nicht einfach nur die Fackeln da hin, als ich das mache. Oh Gott, am Ende ist nicht richtig ausgeleuchtet hier. Doch. Nicht ausgeleuchtet, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier muss überall ausgeleuchtet sein. Am Ende spawnt hier noch was. Braucht eine Redstone-Fackel. Oh, hier ist auch nicht mehr ausgeleuchtet. Aber das war es, glaube ich, eh noch nicht. Brauche aber ganz dringend jetzt mal eine Redstone-Fackel. Apollo, möchtest du das Wunder bewundern? Das Wunder bewundern? Ja. Gleich, dann ist gleich. Du kannst doch bei mir kurz drüber luschern. Ja, sofort. Ich befeuere es jetzt. Ja, dann lass mal gucken. Zack. Und was haben wir da jetzt? Unendlich Kobbel, ganz automatisch. Ach, so. Der macht das hier ganz automatisch alles. Du musst gar nicht mehr arbeiten. Hier versteckst du das noch? Warte, ich brauche noch einen Block hier zum Verstecken. Der. Die Kacke auf. Ja, nice. Und schau. Schon. Bekommen wir ganz automatisch Kobbel. Ja, ja. Ja, 20 Stück. Gut. Nur indem wir im Dorf sind. Oh, Alarmanlage geht los. Hab ich angemacht. Um dich zu erschrecken. Ich fahre mal die Emirates ab. Dann würden wir uns sehr viele haben. So, was sind das eigentlich hier für Dinger bei dir vor der Haustür? Und warum ist hier so ein Loch drin? Ach, das Laster da, das ist schön. Soll ich denn nicht auch hier diesen normalen Stein machen? Der sieht ja kacke aus. Was? Der sieht doch nicht kacke aus. Ja, aber der passt ja nicht zu so einem Tor. Na klar. Nee, hier unten ist schöner Kiesweg. Bei mir. Ich würde den Kiesweg auch hier lassen. Hier oben. Und dann einfach hier ein paar Treppen hinmachen. Ich muss aber mal wieder anpflanzen, bevor mir das Feld hier austrocknet. Das erste ist direkt schon einen hochgewachsen. Was ist das hier? Ah, Peanuts. Wir haben richtig viel Essen angepflanzt, Apollo. Ja, ich habe auch hier ganz viel durch meine Schafjagd gerade. Habe ich hier auch 16 Schafsteaks. Du weißt auch gleich, wohin mit den ganzen Seeds, die ich bekomme. Ich habe 40 Emeralds gerade abgefarmt. 40 Stück Abholung. Toll. Ja, das finde ich nicht mal. Na gut, dann mache ich hier noch ein paar schöne Treppen hin und da hinten auch eine vernünftige Treppe runter. Ja, das geht ja nicht. Wieso geht das nicht? Ich dahinter. Da ist ja kein Platz mehr. Ja doch, dann machen wir den Platz. Nee, der Brunnen muss ja da stehen bleiben. Das ist der heilige Dorfbrunnen. Dann kommst du ja gar nicht mehr in die Bibliothek rein. Bestimmt jetzt schon so viel. Oh, ich guck mal nach unseren Hühnern. Hm. Apollo, schau ja. Dir die Hühner an. 4 Eier. Wir haben zwar schon 30 Eier verpasst, die da bestimmt rumlagen. Aber egal. Ich hole mal nochmal. Einmal eine Fledermaus verwandeln.
mal. Ein paar Seeds müssen hier doch mal kommen. Ja, ganz normale. Ja. Noch mehr, das passt. Zwei reichen schon erstmal. Um hier zwei zu füttern. Apollo, guck mal hier. Das ist hier auf einmal an dem Fensterversammlung. Da kannst du die hier auch mal nehmen und einfach mal wegstellen. Und die Grillen, ne? Die schmeiße ich jetzt in hohen Bogen aus dem Dorf. Und das meine ich ernst. Guck, wortwörtlich meine ich das. Schaust dir an. Da fliegt er. Mit den Gribblern. Direkt noch eine raus. Ihr Mistviecher. Die Ente auch. Die hat hier nichts zu suchen. Zack, Ungeziefer weg hier. Ich hole mir einen Schmetterling, Apollo. Hier ist noch ein Zombie. Den quälen wir ganz besonders. Und zwar halte ich den einfach mit den Füßen in der Lava. Ja. Gefällt dir das zu verbrennen? Mitten in der Nacht? Ja, tot. Wo wir es verdient haben. Hier ist eine Fledermaus. Raus. Hey, Dennis! Was bist du? Wusste ich doch nicht. Doch, natürlich wusstest du das. Nein. Das war Absicht. Woher? Ja, wahrscheinlich. Ey, jetzt versammeln die sich. Was macht der denn da, Apollo? Schau dir den doch mal an. Die beiden, Apollo. Das ist nur, ja, nur einer. Was macht der da? Der springt da wie wild rum. Zack, Grille, raus mit dir. Lösch dich. Oh, den Zombie halte ich an den Elektrozaun. So wie er es verdient hat. Und die heutige Folge heißt, wir quälen die Minecraft-Mobs. Mann, Auto, was machen die denn alle hier? Stimmt, so können wir jetzt auch Villager einsperren, Apollo. Gerade Bauarbeiten. Guck mal, jetzt habe ich die Treppe doch schön gemacht, vernünftig. So, dass man trotzdem noch in die Bibliothek kommt, wenn man da rein muss. Apollo. Ja. Guck, wir können jetzt wirklich welche einsperren. Sollen wir mal einen einsperren? Warum? Warum nicht? Nee, ich sperre die Grillen da unten ein. Mach mal den Knast auf hier. Freunde, vielleicht habt ihr es noch gar nicht gesehen, aber ich sperre jetzt einfach die Grillen hier unten ein. Schau es dir an, Apollo, ich nehme die mit. Wer nimmt mit? Nach unten, die Grille. Na, du kommst hier nicht mehr so einfach raus. Mach die Stärkertür zu. Ja, Apollo, da guckt sie. Schau mal. Eine Grille haben wir jetzt eingesperrt. Die lassen wir da auch erstmal verrotten. Die andere Grille fliegt wieder im hohen Bogen aus dem Dorf. Zackikus. Was machst du denn hier? Was wird das? Perfekt. Oh, hier ist ein Zombie. Wie sollen wir den töten? Vielleicht einfach an die Sonne halten. Wir halten den Zombie einfach an die Sonne. Das ist doch fies. Ja, das ist wirklich gemein. Er kann nicht flüchten. Er muss in der Sonne bleiben. Und gleich wird er sterben. Überm Tee Apollo. Jetzt. Der Apollo bekommt den Scheiß ins Inventar. Was geht denn hier ab, Mann? Schau das mal an, 3x Elvis hier oben auf dem Dach. Achso, da oben in der, auf der kleinen Turm da, ne? Mann. Weg mit dir. Hier, dich stecke ich in das aus. Mach mal auf hier, der Elvis. Nein, ich mache unser Dorf kaputt. Der Elvis, der kommt jetzt hier ins Haus. Der Elvis gehört hier ins Haus. Wir hätten auch die illegale Corona-Party jetzt räumen. Der unterhält sich hier mit einer Grille, Apollo. Sowas Freches habe ich ja noch nie gesehen. Erstmal die Grille, Taser hat nicht geklappt. Dann nehme ich die Grille einfach und schmeiß sie in die Luft. Ist 8 Kilometer in die Luft gefallen und tot.
Aber wir können die grillen, die hängen ja jetzt hier in den Fallen. Jawoll. Getasert die olle Grille. Es macht einfach Spaß, die Grillen zu tasern. Eigentlich ist ja jetzt gleich schon vorbei. Eigentlich ist jetzt schon vorbei, aber ich guck mal. Gibt es noch irgendwas? Oh, eine Item kennen. Die war lustig, glaube ich. So, ich werde mir mal einen Steak essen müssen. Hier ist ja Hunger, sehe ich gerade. Die mache ich mir, glaube ich, noch zum Abschluss der Folge einmal. Was? Die Item kennen. Wo ist die Item Cannon jetzt denn hier? Dafür brauche ich ein Iron Bar, ein Block of Redstone und das Panzer. Das habe ich alles. So. Einmal der Dispenser. Wir haben die Laser auch noch gar nicht platziert. Ja, das stimmt. Hier Dispenser. Block of Redstone. Eisenbarsch. Und zwei normale Eisen. Apollo, ich platziere die Item-Cannon auf meinem Dach. Und die kann man jetzt, glaube ich, ausrichten. Boah, was ist denn hier los? Keine Ahnung, ich platziere sie. Keine Ahnung, was die kann. Nein, ich meine hier die ganzen Willis hier. Ich meine ja auch, ich habe keine Ahnung, was die kann. Haut doch mal hier ab, ich bin hier am Bau. Hier sind Bauarbeiten. Ich pack die einfach hier drauf, dann haben die Monster bestimmt Angst. Wo sind Bauarbeiten? Ach, da. Du bist ja noch nackt. Naja. Freunde, aber ich würde mich auch jetzt verabschieden an der Stelle. Ich lasse den Apollo jetzt noch kurz hier zu Ende bauen. Das passt doch. Ja. Bau da noch eine Treppe hin. Da links, wo du den Block entfernt hast. Ja, ich war da. Ja, und dann nochmal hoch da. Und die Tür müssen wir versetzen, damit da auch wer reinkommt. Wir versetzen die Tür auf eine andere Seite. Ah, meine Axt, geh mal da weg. Bei Bauarbeiter hat die Tür. Oh. Weil. Ich habe noch eine Stufe. Pack das jetzt einfach hier. Ich muss neue Stufen in Auftrag geben. Das passt. So, jetzt ist die Tür auf der anderen Seite und man kommt auch ins Haus. Na, rein. Ich muss auch neue Stufen für die nächste, das bewahre ich mir für die nächste Folge auf. Neue Stufen produzieren. Richtig. Und mich tasern lassen. Wir verabschieden uns damit. Ich verwandle mich mal. Ich sterbe bestimmt gleich, wenn ich wieder auf dem Boden lande. Nein. Ich kann mich nämlich einfach absetzen. Ah! Na, ein Schaden noch. Alles gut. Bisschen schwindelig ist mir noch, bisschen schummerig. Ich bewege mich noch so ein bisschen. Aber das soll es gewesen sein. Ja, hallo, du musst mal springen kurz. Damit ich dich hochheben kann. Meine, schau mich an. Nee, gar nicht wahr. Schau genau andersrum. Schau genau mich nicht an. Da sieht man dein P. Gesicht kann man nicht sein. Egal, Freunde, das war's mit der Folge. Wir stecken den Apollo jetzt noch mal hier ins Partyhaus. So, macht Tür zu und gut ist. Da sehen wir ihn. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt Modpack 1710 mit Dennis. 1710. Und Papa. Tschüss. Tschüss. Ist ja richtig bei der illegalen Corona-Party dabei. Ja, ich komme jetzt auch nicht mehr raus, glaube ich.